Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 13 Tage bis Ostern. Heute geht es um einen Propheten des Alten Testamentes. Bei Propheten, da denkt man vielleicht an Menschen, die von Gott etwas bekommen, ein Wissen über die Zukunft, etwas vorhersagen. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Prophetie. Es geht bei Propheten eher darum, dass sie etwas hervorsagen, etwas hervorbringen aus der Tiefe Gottes, das, was ganz tief auf Gottes Herzen liegt für uns Menschen, etwas, was wir sonst vielleicht nicht aufnehmen oder annehmen würden. Und so auch bei dem Propheten Hesekiel, Ezechiel auch genannt. Er wirkte ab dem Jahr 592 in Babylon. Er war einer der ersten Israeliten, die ins Exil verschleppt worden sind. Und ein ganz wesentlicher Teil, der anfängliche Teil seiner Prophetie, bestand darin, dem Volk Israel klarzumachen, warum es dazu gekommen ist, dass sie ins Exil mussten. Warum es dazu gekommen ist, dass Jerusalem erobert wurde, warum es dazu gekommen ist, dass der Tempel zerstört wurde und damit die Hoffnung der Israeliten auf die Anwesenheit Gottes verschwunden war. Es war eine Folge, die Folge, weil das Volk Gottes Wege verlassen hatte. Und das dazu bekommt Hesekiel Visionen und er demonstriert es in Zeichenhandlungen, sodass diese Zeichenhandlungen eine Sprache sprechen, die klar und deutlich wirkt. Aber darum geht es heute hier jetzt nicht. Ich möchte den Fokus lenken auf die Art und Weise, wie Gott den Hesekiel berufen hat. Gott will, dass Hesekiel eine Schriftrolle ist. Und das war keine besonders leckere Speise, wenn ich daran denke, was es mit dieser Schriftrolle auf sich hatte. Normalerweise wurden Schriftrollen nur auf einer Seite beschrieben. Diese Schriftrolle war beidseitig beschriftet, weil all das, was drauf sollte, nicht auf eine Seite gepasst hat. Und zu essen bekam Hesekiel Klagerufen, Seufzen, Wehgeschrei. Als Nahrung hätte ich mir lieber vorgestellt Komplimente, Anerkennung und Wertschätzung. Das wäre doch eine leckere Schriftrolle gewesen, aber so etwas, schwere Kost, die Hesekiel da essen soll. Und Gott sagt, nimm und iss es. Und dann passiert es, dass das, was bitter war, in seinem Mund süß wird. Wir kennen vielleicht ja den Ausdruck, sich etwas auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nichts anderes, als es bewusst wahrnehmen, nicht schnell herunterschlucken, sondern bewegen und ganz auskosten. Und so ist meine Anregung für die heutige Zeit mit Jesus Christus. Denk mal nach, welche biblische Geschichte war für dich besonders süß und wohlschmeckend? Welche biblische Geschichte war für dich noch seltsam und damit auch ein wenig bitter und komisch? Und leg diese beiden Geschichten ihm hin, auf dass aus seiner Gnade heraus beide diese Geschichten dich in Zukunft stärken werden. Besprich das mit Jesus in den kommenden 15 Minuten und nimm dir Zeit, zu lesen aus dem Buch Hesekiel, die Kapitel 2, Verse 8 bis 3, Kapitel 3, Vers 3. Und wenn du noch etwas nachlesen willst zu dem zweiten Teil des prophetischen Dienstes von Hesekiel, wo er dem Volk Israel Mut macht, dann lies doch Hesekiel Kapitel 37, die Verse 1 bis 14. Ein Kapitel, das auch ein Hoffnungsbild ist für uns heute, eine Hoffnung
auf ein Leben nach dem Tod. Einen gesegneten Tag wünsche ich.